Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Wir gehen heute das Update durch. Ich habe den ganzen Tag wirklich nur mein Erkundungslevel gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe meine gesamten Dailies noch offen. Ich habe mir also noch gar nichts angeguckt. Ich hatte einen richtig beschissenen Tag. Wenn das Update jetzt nicht gut ist, könnte es sein, dass ich sehr viel flure. Von daher, wenn ihr das nicht vertragt, schaltet bitte ab. Wenn ihr wisst, dass das Update kacke ist. Wenn ihr wisst, dass es gut ist, könnt ihr dranbleiben, weil dann habe ich gute Laune. Das ist ganz einfach. Ich mache jetzt mal nebenbei noch mein Zeug mit, damit ich heute eine Chance habe, durchzukommen. Es ist jetzt bei mir 17.37 Uhr. Bin gerade von Arbeit gekommen. Mal gucken, ich fange mal oben links an. Titel, irgendwas dazugekommen. Nö, Kleidung. Scary neu. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob die zwei neu sind. Ich glaube, Gary, ich weiß es nicht. Gehen einfach mal von Nein aus. Und das Spiel leckt mehr seit dem Update. Ich hatte jetzt schon längere Einladezeiten. Es kommt insgesamt noch langsamer vor als vorher. Das ist schon mal gut. Was gibt es denn heute für Events? Großgeschenk. Ja, das Hauptset für 6.000. Was hatten ist 10.000 hat zu Megas. Also hier. Ah, gut. Bullshit. Ah, lustig. Wollen sie wieder Geld machen? Was gibt es denn heute zum Ankauf der Freunde? Alles klar, es gibt jetzt 50 Diamanten für den Glurak. Die nehme ich einfach mit und bin ruhig. Shanaira, Kruder und Celebi sind raus. What the fuck? What the... Hier sind einige Sachen raus. Mega Garados ist auch raus. Die schulden mir Diamanten. Das ist unfair den anderen gegenüber. Und jetzt muss ich wirklich alles kontrollieren. Verbrauch. Scheiße, Tagesaufladung. Scheiße. Zehnfach Ziehung. Was ist denn das? Ash mit Zunder. Okay. Sag jetzt nichts dazu. Was gibt's denn hier? Serverpflege beendet. Trainer können Spiel normal erreichen. Wünschen wir euch eine schöne Zeit mit dem Spiel. Oh, Support. Lest euch das doch einfach vor, bevor ihr irgendwas anderes macht. Kann ich die jetzt auch mal endlich löschen? Entfernen. So, bis jetzt ist es echt ein Scheiß-Update. Wir müssen jetzt mal fix. Ich hab's natürlich direkt eingesammelt, herrlich. So, mal kurz Energie raushauen. Dass wir hier einfach sinnlos auf Energie sitzen. Kein Überreste, es geht schon mal hervorragend los. Es ist genau mein Tag, was ich heute brauche. Ah, wenigstens einmal Überreste. Nochmal Glück gehabt. So. Rucksack wird es nichts Neues geben. Laden haben sie vielleicht was. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass im Englischen jetzt rein theoretisch Wormhole kommen müsste und das Pokémon schreddern. Das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Stärke werden nichts. Bilder. Krass. Ich finde, es leckt aktuell mehr. Ist eine Mega-Entwicklung dazugekommen. Ich war der Meinung, die Yangtze war hier. Gucken wir mal, ob irgendwas... Das ist... Hallo? Es liegt definitiv nicht am Computer. Das kann ich euch versprechen. Es leckt insgesamt mehr, habe ich das Gefühl. Habe ich gerade einen Hänger? Ich war der Meinung, die Yangtze war hier. Egal. Kann jetzt auch Einbildung sein, wie die Kostüme. Weiß ich nicht, ob die neu sind. Könnt ihr mir wahrscheinlich eher sagen. Gucken wir mal, ob hier insgesamt was neu ist. Es leckt schon beim Hoch- und Runterscrollen von Pokémon. What the fuck? Müssen wir mal einen Support anschreiben. Der leitet uns weiter an Techniker. Was nie passieren wird. Versucht es gar nicht erst. Support kann jetzt weniger was dafür, das Spiel ist generell scheiße aufgestellt. So. Bisher nichts. Ah, hier sehen wir schon. Sun and Moon sind drin, alles klar. Abendmähne Necrozma. Um Gottes Willen. Gib mir, wer schreibt denn? Gib mir. Gucken wir uns mal die Basic Stats an. Initiative 145, Hooper ist bei 138, 200 Spezialangriff, knapp drunter, ah, okay. Eieieiei. Ich will nicht wissen, was sie können. Ich will es gar nicht wissen. Ich denke so, die Pokémon werden bei uns für umgerechnet 800 bis 1000 Euro verfügbar sein oder 200.000 Diamanten pro. Und wer sie hat, vergewaltigt einfach. Naja.
kam wenigstens noch was dazu, da kam jetzt nur Geldmacher dazu. Es leckt schon beim Scrollen, es regt mich jetzt schon auf, ne? Ich kann ihn nicht mehr. Jetzt geht's, wenn ich ganz frisch nach unten gehe. Vielleicht ist es auch frisch nach dem Update, ich weiß es nicht. Es dürfte eigentlich nicht sein. Bisher nichts Neues. Nix, niada, niente. Jetzt sehen wir ein bisschen was Neues. Neujahr Vulcano. Alles klar, was kann das denn? Verursacht Feuerschaden. Wird das Ziel von der Fähigkeit getötet, kann der Anwender sofort eine neue angreifen. 100, okay. Versucht Feuerspezial, verbrennt, zieht beim Angriff, blablabla. Büßt 6% KP ein. Dauert 5 Minuten an, also ist einfach der Verbrennerwert. Senkt den Angriff um 20%, sodass er nicht mehr stark. Das ist nicht schlecht. Verursacht Kampfspezialangriffsschaden, wandelt Prozentschaden zu KP um. Ja, okay. Naja. Wenn man es geschenkt bekommt, ist es okay. Oder im hochwertigen Fanggebiet, alles andere wäre eine Frechheit. Ist jetzt nicht so stark. Was gibt es an normalen Werten dazu? Verteidigung 50%, okay. Wir sehen jetzt hier, sind das drei Wolfsentwicklungen. Also einmal Tag, einmal Nacht und einmal zum grünen, ja, Zwielicht heißt es, das war beim grünen Blitz in der Serie. Bin ich gespannt, wie erhält man das Ding? Derzeit nicht bekannt. Das hoffe ich entwickeln, derzeit nicht bekannt. Guck mal gleich mal bei Wurfels rein, jedenfalls die drei Entwicklungen, sehr schön. Es gibt einen Angriff, Angriff, Angriff. Das kann man heute ziehen, was kann denn das Schönes? Alle übrigen Feuer-Pokémon werden schneller. In den nächsten Runden ist eine zügige Reaktion möglich. Verursacht Feuer-Angriffsschaden und Verbrennersziel beim Angriff, bla bla bla, 6%. Dauert 5 Runden an. Bei kontrollierten Zielen oder Zielen mit Statusproblemen steigt der Schaden um 50%. Das ist bei einer Stärke von 100 nicht schlecht. Verbrennt. Naja. Schwindel ist relativ nett. Wenn es brennt, also als zweite Attacke. So, verursacht Drachen-Spezialangriff bei kontrollierten. Steigt Angriff. Ist Bullshit, zwar Gruppe, aber. Dass alle gegnerischen Pokémon bei einer Feuerattacke verbrennen. Das ist natürlich einem reinen Feuerteam dann relativ sexy. Was hat das für Status? Ja, alles klar. Gucken wir uns mal nochmal genau die. Ja, okay. Okay, hier sind wir wahrscheinlich ein paar useless Pokémon, die für den Pokédex da sind. Wo gibt's denn euch? Illity wäre ganz nett. Im Hochwertigen und bei welchem Wetter steht was im Fangbuch? Nö. 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 Fängt ja schon mal gut an. Wir sind trotzdem noch nicht fertig mit den Bildern. Es leckt jetzt nicht mehr beim Wunder. Gut, minimal. Dick da auch. Bringt alles Initiative. Das ist natürlich ziemlich nice. Was gibt's dich? Auch Geheimgebiete. Da gibt's keine Informationen. Herrlich. Das heißt, vier Pokémon können wir an sich entwickeln durchs Fangen. Wobei mehr. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir die Wurfelsentwicklung normal durchführen können, haben wir jetzt hier 3, 6, 8 neue Pokémon. 5? 8 neue Pokémon. Zuerst mal an sich, okay. Bis jetzt bin ich schon enttäuscht. So, Fragmente, hat sich da was entwickelt? Gibt es jetzt was für Unis, was es vorher nicht für Unis gab? Celebi wäre theoretisch dran, Kyurems, Black and White wären dran und Self wären theoretisch dran. Das was Zergate schon mal, Celebi schon mal nicht, das geht ja schon mal vor. Kyurems auch nicht, es geht direkt besser weiter. Gut, Flug wäre jetzt ein bisschen zu viel, das sehe ich ein. Keiner der Kapus, Nego nicht, die Joxes nicht, die Joxes wäre aber auch, glaube ich, dran. Kapukima nicht. Selfie nicht. Herrlich. Ist geil. Geht gut los. Also da auch nichts geändert. So, Computer nichts geändert, Verstärkung nichts geändert, blablabla, blablabla. Haben wir was im Hauptquartier geändert? So, ich muss mal gießen. Elfversucher. Ich bin heute früh vor, ich glaube 4:30 Uhr, habe ich noch ein bisschen was gemacht.
heißt, da bin ich nicht ins Leere gelaufen. Gut Job, Julian. Du müsstest das jetzt einfach mir genehmigen. Und wenn nicht, ist das nicht mir, ist mir das wurscht. So. Hat er auch direkt, Nickers. Ist ein cooles Profilbild auf jeden Fall. Werde ich mir wahrscheinlich auch eins von denen nehmen. Wie das Nickers ein Emo ist, habe ich predicted, aber wissen wir ja nicht. Gucken wir mal ins Hauptquartier, ob sich da grundlegend was verändert hat. Ordnen. Neuer Raum ist dazu gekommen. Stahl gab's glaube ich nicht, Geist gab's. Ich glaube die drei. Ich glaube Boden und Stein sind dazu. Ich glaube Boden gab's und Geist gab's. Gestein und Stahl sind neu. Das ist relativ nice. War auch teuer. Tische weiß ich jetzt nicht. Puppen. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Stuhl, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei denen habe ich keinen Überblick. Da bin ich nicht drin. Bei den Böden grob, weil ich immer mal aus Versehen eingegangen bin. Also haben wir zwei was Neues, was man für Dias spielen muss. Sprich, wieder Geld ausspielen oder das ist ein stumpfes Farm. Ich liebe es gerade. Aktuell, ich habe auch noch keinen neuen Modi entdeckt unten in der Schnellsuche. Hoffen wir, dass der in der normalen Suche oben drin ist. Hier sind wir durch, da müssen wir nicht rein. Nein. Oh, in der Serverin müssen wir mal. Auch kein neuer Modi, herrlich. Geht gut los. Geist müssen wir mal wieder rein. Geist machen wir fix. Das andere hat durchgehalten. So. I just wanna lock. Hat mich Klippo rausgehauen. Ich hasse dich, Klippo, ne? Du bist so auf meiner Liste. Du bist so auf meiner Liste, das glaubst du gar nicht. Geh jetzt halt eine Stufe nach unten. Yeezy, nee. Kenne ich. Muss ich nicht jagen, muss ich auch nicht. Nickers wäre eigentlich mal dran. Weiß ich gar nicht, ob ich Nickers schaffe. Probieren wir es einfach aus. Probieren wir es einfach aus. Klippo ist schon auf meiner Liste der kleinen inkompetenten Wichser. So habe ich sie genannt, das ist nichts gegen die Spieler an sich. Das sind einfach die Leute, die mich penetrant nerven und nur mich, nicht auf andere gehen. Nickers hat jetzt mal Shadow. Okay. Sag mal, was hast du denn drauf? Dreckig im Kombo. Können wir das einfach überspringen? Boom. Ich weiß nicht, was er sich von dem Machete erhofft hat. Das Banett war vorher für mich gefährlicher, weil es einfach ein One-Shot war. Deswegen war das für mich... Oh, das kann natürlich so ein Zubire sein, was ich nicht tot bekomme. Ah, wobei. Oh, doch. Das sieht aktuell gut aus. Wunderbar. Warum haue ich Nickers raus? Einfach, weil er mir so oft auf den Sack ging. Der hat es schon verdient. In meinen Augen. So, haben wir da auch nichts Neues. Geht ja schon mal gut los. Motiviert mich aktuell ungeheuer. Gut, jetzt kann ich hier nicht nachgucken, ob es... Gibt es hier was Neues? Vorbei. Ich glaube, hier, das war das Letzte. Rolle 100, ja. Auch nichts. Bei Elite kann ich jetzt nicht nachgucken, ob sich die Pokémon verändert hatten. Das hatten wir letztens schon mal. So, von ein paar Updates. Weiß ich nicht. Wir sind jetzt erstmal bei Konfrontation drin. Nein. What the fuck? Nicht mal neues Update? Hä? Darf ich das jetzt kurz zusammenfassen? In dem Update, meines Erachtens, ist ein neues Kostüm drin. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Ein oder zwei neue Räume im Hauptquartier. 8 neue Pokémon, die man so bekommen kann. Black and White, Vulcano und das andere komische Drecksvieh. Was ist wahrscheinlich auch für jemanden? Ich denke nicht, Vulcano kann man so bekommen. Von daher, Vulcano, das Drecksvieh, 4 Pokémon, die man dann wahrscheinlich für die holen muss. Und das war's? Das waren 242 Megabyte, die ich da runtergeladen habe. Möchte mir nochmal Wuffles angucken, ob ich alle 3 entwickeln kann. Nur 2. Und die dritte? Wie kriege ich denn die dritte Form? Weiß einer von euch, wie ich die dritte Wuffles-Form bekomme?
Wir machen da jetzt auch einfach eine Entwicklung. Was brauchst du? Freundschaft 30, wir machen heute keine Entwicklung. Kein Bock. Scheiß Trage-Items zu farmen, das wird mich nur noch mehr mitmachen. Also wirklich 240 Megabyte für nichts? Weil Necrozmas werden brutal teuer. Geldmacherei. Na, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dafür aufladen möchte, weil ein Update soll ja meistens neue Reize anschaffen. Sprich, jetzt haben wir jetzt vier Pokémon, wofür man aufladen soll, plus ein paar neue Räume. Ich habe gestern die Monatskarte erneut. Nicht mal die ist es wert aktuell. Ich ärgere mich gerade, dass ich die Monatskarte aufgeladen habe. Ich ärgere mich gerade. Ich weiß nicht, habe ich hier was Großes übersehen? Dass ich hier irgendwie über einen Unterpunkt irgendwo reinkomme? Von Computer zum Beispiel? Kann ich über den Computer irgendwas tun? Nö. Nö. Alles klar. Jetzt mal ohne Mist, habe ich irgendwas verpasst und dürft mir das gerne sagen? Wie findet ihr das Update? Also ich bin jetzt gerade echt enttäuscht. Ich hatte einen richtigen Kacktag. Bin nach Hause gekommen, habe mich aufs Update gefreut und dann einfach so ein... Ja, ist doch schön, dass du dich gefreut hast. Aber fick dich. Ich bin jetzt enttäuscht, ich mache jetzt die Aufnahme auch aus, sonst werde ich richtig ausfallen, weil da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Wir sind die Version, meines Erachtens, die am weitesten hinten ist. Sprich, wir schauen, viele von uns YouTuber, die Englische spielen, das wird Mr. Da nicht zu 100% sein und wahrscheinlich TK-Channel für die Vietnamesische. Das denke ich so, das gucken, weil das sind einfach führende Spieler auf ihren Dingern, dass wir das Zeug angucken. Und dementsprechend orientieren wir uns dort. Und dann bekommen wir nicht mal irgendein kleines Scheiß-Dings, wo wir täglich neue Arbeit reinstecken können. Ich muss zum Beispiel keine Duelle mehr machen, weil bin ich durch. Muss ich nicht tun. Ich brauche eine neue Aufgabe am Tag, einen neuen Modi, worauf ich mich freue und irgendwelche Pokémon, worauf ich sparen kann. Da habe ich so noch genug, die ich nicht habe. Hätten sie es auch weglassen können. Hätte ich wenigstens gewusst, okay, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Hätte ich auf dem Heatran oder sowas sparen können. Auf dem Capofalla. Weil die fehlen mir auch noch. Oh. Also wenn ich was übersehen habe, tut es mir sehr leid. Ich bin nach bestem Wissen und Gewissen durchgegangen. In der Hoffnung, ich finde was. Aber ich habe jetzt eigentlich nur neue Pokémon wahrgenommen. Von daher bin ich jetzt sehr enttäuscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Start. Was ist denn da heute? Morgen kam... Also von mir aus morgen kam... Für euch gestern kam die Jungs... Sie Mega-Entwicklung, sprich, schönen Samstag. Ich hoffe, die haben irgendein Nach-Update gebracht. Wenn nicht, dann können wir uns einfach Wein in die Ecke setzen. Kommt auf den Discord, wir weinen gemeinsam. Wir müssen den Support dazu bewegen, mit mir zusammenarbeiten. Und dann erschaffen wir etwas Tolles. Ja, dann mache ich eine richtig schöne Liste, was wir in das Spiel haben wollen. Vielleicht auch Events, die wir uns selbst ausdenken. Aber dann erwarte ich Zusammenarbeit mit Trainer Go. Was nie passieren wird, aber man kann ja hoffen und beten. Wäre einfach cool, wenn ich jetzt, wenn die einfach herkommen würden, ey Julian, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, auch wenn du ein Spast bist und ich okay. Und dann können wir da was Tolles schaffen, dass wir uns selbst Events ausdenken oder sowas. Wenn es die Möglichkeit gibt, lieber Trainer Go Support, kommt auf mich zu. Wir sind einige, wir schaffen das gemeinsam. Weil über Facebook können wir es lassen, dann werdet ihr einfach nur beleidigt. Auch wenn ihr nichts dafür könnt. Aber aus dem einfachen Grund, dass ihr dann quasi als Support seid, ihr eigentlich, ihr müsst einfach die Unmut oder das Enttäuschtsein in der breiten Masse der Spieler einfach akzeptieren. Ihr müsst das abfangen, dafür ist der Support da. Von daher, arbeitet einfach. Wenn ihr sagt, ey, wir können nichts dafür, wir können aber mit dem Admin zusammenarbeiten, der kann uns was programmieren, dann sagt mir das, dann baue ich da gern Vorschläge mit auf oder... Such mir in meiner Discord eine 5er, 6er Gruppe, mit dem wir alles machen, wo wir alles von A bis Z durchdenken. Dann stellen wir das Konzept auf YouTube vor, dass dann noch andere ihren Input geben können und dann schließen wir was rund ab. Aber dafür muss was passieren. Weil so wie es jetzt ist, bin ich wirklich sauer, dass ich die 5 Euro Monatskarte investiert habe. Bin ich wirklich enttäuscht. Naja, sollte ich was übersehen haben, sagt mir Bescheid. Ich werde jetzt ein bisschen rumfluchen. Bis zum nächsten Mal. Schön mit Öl und schönes Wochenende. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this so-called life they call living my